Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ja, also man muss nicht immer neu kaufen, auch mal was Gebrauchtes kommt immer mal wieder auf meinen Bautisch. Hier bin ich über ein Creator 3-in-1 Set gestolpert. Der ist nämlich von 2011, Ende 2011 rausgekommen und dann Ende 2013 schon vom Markt gegangen. Hat 621 Teile, 5767 ist die Setnummer und hat UVP 40 € gekostet. Und ja, es gibt drei Bauanleitungen. Das Hauptset, es gibt da auch so eine gewisse Einstufung. Das soll also das anspruchsvollste Set sein aus der Reihe. Ist eben dieses Cabriolet. Da werden wahrscheinlich auch die meisten Teile verbaut, obwohl auf jeden Fall auch ein paar Teile überbleiben. Dann gibt es einen Formel-1-Wagen, der sieht auch gut aus. Und es gibt eine Anleitung für einen Telehändler, würde ich jetzt mal sagen, soll das sein, der auch hier so ein bisschen Funktionen hat. Auf jeden Fall auch eine ganz interessante Idee. Es ist halt immer schön, wenn man alles Mögliche aus so einem Set bauen kann. Es bleiben auf jeden Fall Teile hier über. Hier gibt es auch eine Teilliste, sehe ich gerade. Die ist jetzt hier in der Anleitung untergebracht. Und es bleibt jetzt zum Beispiel hier einiges von diesen Cones über. Dann bleiben hier einige von über. Die sind beidseitig mit Noppen auch belegt, die 1x2 Bricks. Und noch ein bisschen was, weil ich umgebaut habe. Also diese hier bleiben noch über. Die sind drei Slopes und hier diese Ecksteine. Und dann hier wahrscheinlich für diesen Telehändler vermute ich mal diese halben Liftarme noch. Und ja, dann bleibt hier noch was über, was quasi mehr durch meinen Umbau bedingt ist. Zeige ich euch aber auch gleich. Ja, was haben wir hier? Also ein Cabriolet, was man lenken kann. Hier oben ist die Steuerung. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Der ist schön kompakt und Türen lassen sich öffnen, die sind auch schön gebaut, klar auf beiden Seiten. Dann haben wir hier einen Schalthebel, den man auch richtig verstellen kann. Das Lenkrad, eine bedruckte Fliese, die so ein bisschen die Instrumente darstellt, so ein paar Knöpfe. Könnte man hier noch so ein bisschen, denke ich, weiter auffüllen. Das kann man noch ein bisschen schicker machen, gebe ich mich wahrscheinlich nochmal dran. Die Sitze, die habe ich auch ein bisschen umgebaut, die habe ich gefliest, weil die waren sehr noppig. Und die kann man also auch ein bisschen steiler stellen, um dann hinten in den Fond reinzukommen. Und ja, das geht natürlich auf beiden Seiten. Hier gibt es einen Anschlagpunkt für die Türen, die so ein bisschen schräg dann hier quasi zusammenlaufen. Macht das Ganze natürlich sehr stylisch. Dieser Rahmen hier ist auch gut gebaut, mit Hinges. Der muss man natürlich ein bisschen ausrichten mit einem Rückspiegel. Und letztlich kann man auch noch die Motorhaube öffnen. Der Motor ist so ein bisschen angedeutet. Hier habe ich unter diesen roten 1x1 und blauen 1x1 habe ich noch so ein, habe ich hier oben drauf solche mit, ja, so, ja, Noppen. Das sieht dann mehr so aus wie diese Batterieanschlüsse, die es wohl darstellen soll. Ja, die Lenkung kann man hier unten erkennen. Das sehe ich gerade, ich habe hier noch ein Licht gar nicht an. Die Lenkung kann man hier unten erkennen. Das sind zwei Zahnräder hintereinander gesetzt, weil das durch mit einem vom Abstand her nicht so 100% funktioniert hätte. Scheinbar hat man zwei hintereinander gesetzt. Die greifen dann auch diese Zahnstange unten. Also das ist gut gemacht, einfach. Und die Lenkung hat jetzt keinen super Einschlag, aber es funktioniert gut. Und von daher macht das dann auch Spaß, damit zu fahren. Ja, genau, ist unten gut aufgebaut. Ist jetzt nichts super Buntes. Hier hinten sieht man auch, wie die Zahnräder ineinander greifen. Diese leicht angeschrägten, tannfarbenen zwei Auspuffrohre. Wir haben genau, hier gibt es auch nochmal einen Anschlag für die Lenkung.
Das sehe ich gerade, dass man hier eigentlich noch so ein bisschen was rausholen könnte, weil eigentlich wäre das unproblematisch. Muss man gerade mal versuchen, ob das was ändert. Hier sitzt ein Pin dran. Wenn ich jetzt hier nochmal drehe, ja, ist der Einschlag ein bisschen größer, ne? Also das ist eigentlich eine Begrenzung, die man gar nicht braucht. Mache ich doch glatt mal ab. So, jetzt gucken wir mal, jetzt ist der Einschlag auch noch ein bisschen größer. Und er schlägt auch nicht an. Also das kann man durchaus machen. Das ist natürlich klar, irgendwo, wenn man extrem einschlägt, kann es eine leichte Sperre geben, weil die Räder dann irgendwo im Radkasten anschlagen könnten. Aber der ist groß genug gestaltet, von daher funktioniert das eigentlich auch. Ja, Spiegel hat er, die man auch natürlich ein bisschen verstellen kann. Die gehen natürlich dann auch weiter auf, wenn man die Türen jetzt entsprechend weiter aufmacht, weil die haben jetzt ja keinen weiteren Anschlagpunkt nach außen. Die Lenkstange sieht man natürlich, dass die jetzt hier im offenen Bereich ist. Das finde ich stört aber jetzt nicht so sonderlich. Die graue Achse sieht man jetzt gar nicht so arg. Ja, nee, ich finde diese alten Creator-Autos eigentlich richtig cool. Und ja, da ich damals in Dark Ages war, ist der natürlich auch an mir vorbeigegangen. Und ja, was habe ich denn jetzt noch geändert? Das wollte ich euch noch sagen. Hier die Sitze sind mehr befliest worden von mir. Hier dieser Bereich, den habe ich auch mit Fliesen ausgestattet, weil hier wäre eigentlich dann so ein 2x6 Plate drauf gewesen. Hier habe ich extra mit einem schwarzen so ein bisschen nochmal einen Akzent geschaffen. Und hier vorne bei den Scheinwerfern hatte ich mal so ein Rauchglas-Slope genommen. Ja, hier sieht man nochmal die Kühlerpartie, bisschen tiefer liegend. Das sind ja die Kennzeichen vorne und hinten. Hier hinten habe ich auch nochmal ein paar Fliesen und Slopes draufgesetzt in der Wagenfarbe. Das kann man, denke ich, auch noch ganz gut. Spart man sich noch ein paar Noppen. Hier kann man die Noppen jetzt nicht abdecken, weil da würde man auch diese Rücklichter abdecken, die hier oben noch integriert sind. Deswegen habe ich das dann auch nicht gemacht. Das sind also jetzt deutlich weniger Noppen als auf dem Serviervorschlag, sage ich mal, von Lego. Da seht ihr hier oben drauf, diese Noppen fand ich, das störte doch etwas, die Optik. Und hier hinten, das ist halt auch dann dadurch weggefallen. Ja, also ich finde den richtig cool. Macht sich auf jeden Fall gut im Regal. Jetzt könnte man natürlich zum Beispiel noch überlegen, ob man hier noch irgendwie einen Hardtop drauf baut. Aber ja, das ginge sicherlich, weil man hier hinten dann theoretisch diese Überrollbügel weglassen könnte. Hier sehe ich, habe ich nicht richtig zusammengedrückt. Aber jetzt so. Ja, also der ist super stabil. So mag ich halt so Creator-Autos auch und ich weiß jetzt auch gar nicht, was er so darstellen soll als Modell, ob er irgendwie einem wirklichen Vorbild. Ich habe irgendwas im Kopf, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall finde ich ihn cool. Und ja, was meint ihr zu diesem Modell? 11 Jahre alt? Ja, kann das noch was oder was ist da eure Meinung? Ja, dann lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar da und falls noch nicht passiert, ein Abo, würde mich sehr freuen und dann sage ich mal bis bald. Ciao, ciao.